der Saison immer wieder das Wort Stabilität benutzt und fordert. Jetzt gegen die Playoffs und zeigt sich ja fast immer noch besser, wie für die Teams oder es ist noch wichtiger als für die Playoffs. Und dann sehen Sie das Team, ist die Stabilität jetzt da für Ihre Serie? In den Playoffs ist es genauso, dass ich das komplett ändern kann durch ein Spiel. Das ist, was Muli gerade sagte. Du hast eine große Stabilität, fühlst dich wahnsinnig wohl, wirst auf dem falschen Bein erwischt. Das haben wir alle schon erlebt. Ich kann mich erinnern an eine Serie gegen Bonn, ich glaube vor 2 Jahren, als die plötzlich aus 9 Metern irgendwelche Dreier getroffen haben, wo man wirklich selbst bei bester Verteilung wenig dagegen machen konnte. So Dinge passieren. Die Frage ist, wie man dann damit umgeht. Und ob das eben dazu führt, dass man dann alles aufgibt, das, was man sich vorher erarbeitet hat und auch vorgenommen hat, oder ob man das hinnimmt, aber nicht hinnimmt im Sinne von, naja, da können wir eh nichts machen und schicksalsgläubig wird, sondern eben alles investiert, was man investieren kann, aber innerhalb dessen, was man sich vorgenommen hat und was man gelernt hat, um das zu überstehen. Und das ist eine theoretische Antwort, weil es ist auch eine theoretische Frage. Wir werden sehen. Also es ist viel auf dem Spiel jetzt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, in Playoffs geht es wesentlich, es gibt so Faktoren, die eine größere Rolle spielen als sonst. Ich bezeichne es immer als Härte. Damit meine ich jetzt nicht, dass man da rustikal irgendwo draufhaut, sondern damit meine ich Willenskraft, Nervenstärke, unbedingtes Zusammenstehen, nichts durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe gerade in der NBA eine Szene beobachtet, als Kobe Bryant, der jetzt nicht als schlechter im Verruf ist, Chris Paul umrammt, einfach an ihm vorbeiläuft, um den Rhythmus, um den rauszubringen. Der hat nicht mal reagiert, der hat nicht mal gezuckt. Da weiß jeder, der ist im Tunnel. Der ist im Tunnel, der ist voll konzentriert, egal was wir unternehmen, wir werden den nicht aus dem Spiel kriegen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und da, ich denke, wir haben uns in diese Richtung bewegt. Aber ob das stabil ist, übrigens nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Teams. Das heißt, wenn diese schwierigen Situationen kommen, und die werden kommen, ob das stabil ist, das kann man nur erfahren. Das kann man nicht prognostizieren oder da kann man nur ein Gefühl entwickeln. Und ich denke, wir sind weitergekommen. Aber am Ende muss es passieren, man muss es überstehen. Hi, bitte. Vielleicht noch zu der Antwort gleich. Kann man das lernen, diesen Tunnel, dieses Fokussiertsein, kann man das lernen, kann man das trainieren? Oder ist das einfach eine Charaktereigenschaft, die man als Sportler, als Basketballer hat? Well, this is the personality of players. This is the experience. This is the quality of learning things. This is understanding of situation. This is a lot of things. But, you know, I used to say that I saw all the movies in my life, you know. I saw some players that you wouldn't believe they would do something, you know, unexpected, and they did. And I saw some players you would not believe they will exist in playoff, and they did. So, as I said before, when you come to playoffs, anything is possible. Über eine Saison ist eine gewisse Widerstandskraft. Also wie ist man mit diesen Situationen, die da waren, wie ist man damit umgegangen? Hat man daraus was gezogen? Und dann, wie gesagt, dieses sich vornehmen, das, was Muli auch gerade sagt, dass in den Playoffs wachsen häufig Spieler. Die wachsen. Die hat man vorher nicht richtig auf dem Zettel und die wachsen einfach. Die pusht das. Und da sind deshalb auch ein paar andere Attribute gefragt. Also wenn man es lernen könnte, dann wird es wahrscheinlich jeder machen und dann wird es sich wieder irgendwo auspendeln. Das ist schon eine Zeit, wo sich bestimmte Charaktere einfach zeigen und andere eben weniger. Max started practicing with the team on Monday, so he will be with the team, and
is experienced player, just voted as the defensive player of the year, not the first time. So it's very important for us in this playoff games. I don't know in which shape he will come for this game because he was out a long time, but I trust him and I know all he wanted was to be ready for this playoffs game, and I'm sure he's going to help us because he's an important piece in our team. Coach, in recent games we saw Alba score a lot of points. Usually people say that championships are won by defense. So can it be different? Maybe can offense win championships? No, I don't think that offense win championships. But offense bring problems to the opponent, because they have to think about our offense, they have to find a way to stop us. I think we should, and we must play a better defense. We know the things that need to be improved. We are working on that. We show the players a lot of clips on the video about mistakes, defensive mistakes. We are working on all of this. That's not guaranteed that it will be, you know, much different, but at least everybody in the team aware of what needs to be improved. And I think we showed before that the team can play also good defense.